Sehr verehrtes Publikum, willkommen zurück zu Enigmatis 3, der Schatten von Valhalla, nein, der Schatten von Kalkala meine ich natürlich. Wir sind jetzt gerade dabei, eine Mühle zu reparieren, stellen uns dabei aber alles andere als geschickt an, wie man ehrlich zugeben muss. Wir haben beim letzten Mal eine Mühle repariert, ich habe keine Ahnung, was das gebracht hat. Bis jetzt hat es noch keine Auswirkung, aber es hat wahrscheinlich dazu geführt, dass die Mühle jetzt etwas mehr Power hat. Ja. Ja, hat es. So, wir müssen jetzt aber wieder gehen. Denn die Frau, gute Frau, braucht noch etwas mehr Kisten, weil sie einfach zu klein ist. Um auf einen Stapel zu stehen. Na nee, sie hat genug. Aber... So, das ist auch abgeschlossen. Es wird auch mal wieder Zeit für eine Feder, wie ich finde. Für eine Olle. Das erinnert mich so an Boar Feather. Aus Football Mania. Guter Junge war das. Warum kann ich eigentlich noch in diese beschissene Hütte? Ach, einfach nur, weil das Mädchen da noch drin sitzt und keinen Bock hat, rauszugehen. Oder? Ja. Hier gibt es nichts mehr zu tun. Ja, bis jetzt gestaltet sich die Situation etwas hilflos. Und deswegen muss der Tipp einmal herhalten. So, Tipp sagt hierhin. Denn da ist ein Fenster. Und damit werden wir jetzt den ersten Stein entfernen. Warum tust du das? Warum lässt du frische Luft herein? Du weißt doch, dass man als Junggeselle immer schön alleine in muffiger Bude leben möchte. So, weg, weg, weg. Raus. Ja, meins. Ah, oh nein. Naja, das ist ein Rätsel. Das ist noch irgendwie okay. So, wir brauchen irgendeinen Tierbändiger oder sowas. Nee. Du nix, Tiger. Du hast nicht den Willen des Tigers. So, der muss bestimmt dorthin. Nein. Ah, da. Geht doch. Ja. Sieht gut aus. Nein. Dahin. So, jetzt brauchen wir einen mit etwas mahnendem Zeigefinger. Oh, yes. Ja, ja. Ah ja, du musst noch da. Ein musikalischer Mönch. Das muss man doch zu schätzen wissen. So, du dorthin. Ach, warte mal. Mist. Schon wieder etwas über der Zeit. Ärgerlich. Ja. So, die heilige Flamme. Lässt du das jetzt mal bitte? Die heilige Flamme beschützt die Menschen. Sie bringt Erleuchtung und Hoffnung. Sie führt und stellt sich der Dunkelheit entgegen. Immer achtsam, ewig brennend. Komisch, das mit dem ewigen Feuer kenne ich irgendwoher. Sie sind zu wissbegierig, neugierig und zu entschlossen. Diese ganze Expedition stellt eine Gefahr dar.
Sie werden es schließlich herausfinden. Und das kann ich nicht zulassen. Ein neuer Mann hat sich der Expedition angeschlossen. Er behauptet, ein Professor und Spezialist für tote Sprachen zu sein. Kann es nirgends festmachen. Aber es stimmt mit diesem Mann etwas nicht. Er macht mich nervös. Meine Liebe, ich nehme dir gleich das Ding weg, ja? Wenn das so weitergeht. Ich habe letzte Nacht eine Silhouette gesehen, die sich aus dem Kloster geschlichen hat. Es war wie ein Schatten, der in der Dunkelheit verschwunden ist und keine Spur hinterlassen hat. Ich muss irgendwo näher an die Spitze ziehen, wo ich alles besser im Auge behalten kann. Ich möchte dich stolz machen, Celine und Po im Sommer 2014. So, da ist meine Gürtelschnalle. What? Aber ich wollte auch nochmal lesen. So, jetzt habe ich endlich wieder einen gescheiten Gürtel. Ah ne, einen Treibriemen habe ich jetzt auf einmal. Ach, dann haben wir den Treibriemen daraus mitgenommen. Ja gut. Oh, ein Asmodei-Symbol. Oh, ganz gut, ganz zufällig. Ja, ja. Okay. Und jetzt? Naja, vielleicht fehlt hier noch irgendwas. Die Mühle treibt die selber an. Ja, ja, da guckst du, ne? Aber es muss doch einen Sinn haben, dass das... Ach, das Amulett haben wir behalten, okay. Okay, ich brauche nochmal den Tipp. Anders schaffe ich es gerade im Moment nicht. Aber es ist mir einfach nicht klar, was das Spiel von mir genau will. Can you pass me the belt? I'll attach it to the treadmill. Natürlich. Ich bin immer gerne deine treue Assistentin. Aufgabe gelöst, repariere den Mühlenmechanismus. Na, endlich. I'm almost finished. See if you can repair this bearing. The cableway won't work without it. Ja, ich würde das Kugellager gerne reparieren, aber dafür brauche ich offenbar noch mehr Kugeln. Drei reichen ihr nämlich nicht. Und ich weiß nicht, wo sie diese ganzen Kugeln noch hernehmen will. Jetzt eine Szenerie. Na komm schon, gib sie mir. Ach, in der Mühle ist bestimmt eine, oder? Na komm schon. Oh nein, ich musste die ganze Zeit nur... Dirigiere? Ach so. Na. Wow, das war ja wahnsinnig schwer. War ja wahnsinnig schwer. Also jetzt übertreibt es mit dem Minispiel. Da könnte ich aus jedem Scheiß ein Minispiel machen. Aufgabe gelöst, repariere die Tretmühle. Bring the kid, okay? She seems to trust you. Come on, kid. We need to go. Ja, los. Das, oh boah, das war ja sehr freundlich. Come on, kid, we have to go. Ja, la, 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 hört auf zu reden. This is it. I wonder, how did you get up there before? Hey, there was a scaffolding on that wall. Strange. Aufgabe gelöst, repariere die Seilbahn und Handwerker sind wir. So, da ist ein Schneemobil. The weather is getting worse. There's no chance to reach the camp before the blizzard. Neue Aufgabe, klettere die Wand hinauf. We'll have to take shelter in the monastery and wait it out. Let's see if we can find something to climb that wall. Ja. Leider hatte sie keine Kapuze. Tja. Erstmal steilen Berg hinaufgehen, aber keine Kapuze dabei haben. So will ich das sehen.
festgefroren. Ich frage mich, wie tief. Ja, es geht wieder gar nichts hier. Oh Mensch, Mädel. Wofür brauchst du dieses Feuerzeug eigentlich? Seit du es aufgeladen hast, hast du es nicht ein einziges Mal benutzt. Auch das will sie nicht. Nein. Genau, ein Mobile Phone. Ja, Botschaft Error. Pack's doch weg, wenn du es nicht bedienen kannst. So, Schaufel, das ist auf jeden Fall schon mal sehr schön. Die Pflöcke sind lose. Hast du nicht bei den 5 Freunden aufgepasst? Weißt du immer noch nicht, wie man ein Zelt zusammenbaut? Okay, ich geb's auf. Sowas Inkompetenten kann man nicht helfen. So, was haben wir hier? Ein paar Basics. Was ist das denn? Genau. Hauptsache, wir haben einen Enterhaken. Wait. Geiler Sonnenuntergang. Ja, Rick. Da. Auf Rick brauchst du jetzt erstmal nicht mehr zu warten. Denn Rick hat wahrscheinlich gerade ganz andere Sorgen. Der tut nämlich mal was ernsthaft Richtiges und Wichtiges im Gegensatz zu dir. Genau, wir gehen in den Sturm. Ganz gute Idee. Ja, total. Mal sehen, ob der... Welcher Kompass? Du hast überhaupt keinen Kompass, du Olle. Doch nicht hierhin. Ja, ein bisschen Zeit ist noch. Na nee, das geht ja nicht. Das vergesse ich dann immer wieder, dass solche Gegenstände dann nicht miteinander kombinierbar sind. Ah! Boah, S6 fehlt an, das ist viel zu wenig, glaube ich. Wow. Aber die häuften sich dafür. 12 Stück schon. Wow. Können wir zurück? Nee, ne? Ist das nicht schön, wie die beiden sich die Kindeserziehung hin und her schieben? Sie hofft, dass Britney sich um sie kümmert. Und Britney schiebt uns die Erziehung zu, weil wir einen viel besseren Draht zum Kind haben. Ja, ja. Was will ich denn noch hier? Ist hier noch ein Gegenstand jetzt oder nicht? Ansonsten hat es doch überhaupt keinen Sinn. Ah. Nein, ich kann dir immer noch hin. Ja, Haarspray! Na, endlich mal was Nützliches. Ich dachte, hier kommt gar nichts Gescheites mehr. Aber jetzt haben wir Haarspray. Endlich. Endlich können wir dem Schneesturm trotzen und unsere Expedition gefahrenlos fortführen. Denn meine Frisur... Ich war schon lange nicht mehr beim Friseur. Ach, es wird mal wieder Zeit. Ja, willst du Symbole einsetzen? Guck mal. Ah, sie braucht eine größere Flamme. Ah, der... Ah! Aber warum kann man das Haarspray nicht... Jetzt habe ich einen Stein. Wow. So, und jetzt die Frage an die Physiker. Warum kann man mit einem Stein Pflöcke einhämmern, aber nicht mit einer Schaufel? Das ist die Frage, die ich jetzt gerne mal beantwortet haben möchte. Ja, das hält, hoffst du... Ach, jetzt kann ich da rein, oder wie? Aha. Ein Zahlencode, aber du weißt nicht welcher, weil du es nicht hinkriegst. Es steckt fest, bla bla. So, das gehört uns. So, da räumen wir jetzt auch nochmal ordentlich ab. So... Fuchsschwanz, das ist ein Autoschlüssel. Olle. Okay, ich brauche einen Zahlencode. Wo kriege ich den her? Ach, auf einmal bist du auch da. Auf einmal geht das nicht. Halt doch einfach mal die Klappe.
gut. Most of the stuff must have fallen. I'm afraid there's nothing left we can use. Ah, Gesichtsbrot haben wir auch noch. Das ist ja wird ja immer großartiger. Wir können ja unser eigenes Maniküre-Studio am Berg aufmachen. Wir würden sicher eine kleine Stammkundschaft aufbauen. Ach, ist das herrlich, ist das herrlich. Na, eigentlich hatte ich das Mädel mal wegbewegt. Jetzt kann ich auch hier mal in Ruhe gucken. So, Schaufel, irgendwas kaputt machen? Nö. Ach, halt. Ach, Mensch. Mensch, Mensch. Aus Nightless 2 hätte ich eigentlich aufpassen müssen. Ja, genau. Piece of cake. So, danke sehr. So. Soll ich dir gleich mal erzählen, wie oft Jugendliche am Tag ihr Smartphone benutzen, was für Vorschriften es da gibt und bla bla bla. Ich führe gleich eine Handyzeit am Tag ein, wenn du so weitermachst. Die Inschrift auf dem Portal ist unvollständig, aber sie erwähnt ein uraltes Wesen, das am Fuße des Berges begraben ist. Schicke es zur Universität, um es analysieren zu lassen. Vielleicht sollten wir es literarisch interpretieren. Vielleicht ist das Geheimnis nicht im Bild, sondern im Objekt versteckt. Vielleicht hat der Professor recht und wir müssen die Wand einreißen. Das tiefe Geheimnis, das ich trage, werden nur die Wachsamen sehen. Naja, und alle die, die würdig sind und so. Das kennt man ja. Neue Schlussfolgerung möglich. Ach komm, die machen wir jetzt eben noch. Zum Abschluss der Folge gönnen wir uns das noch. Heilige Flamme. Nein. Warum? Nein. 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 Okay. Nein. Nein. Auch nicht. Ja. Nein, 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 okay. Nein. Ah. There are some legends about an ancient battle between light and darkness that took place here. Another legend mentions the tomb of a powerful evil being that was slain. There can only be one reason the preacher came here. He's looking for Asmodai's grave. Okay, bist du fertig? Ja, du bist fertig. Okay, dann ist die Folge auch fertig. Das war eine etwas längere Ausgabe von Enigmatis 3. Aber wir haben jetzt endlich das Kloster erreicht. Oder zumindest den unteren Bereich davon. Und natürlich müssen wir den umständlichen Weg nehmen, weil der Preacher nun mal ein sehr sorgfältiger Killer ist. Und von daher wird es noch etwas dauern, bis wir dort oben ankommen. Aber wir werden es schaffen. Da bin ich ganz sicher. Also, in diesem Sinne, wie immer, dranbleiben und bis zum nächsten Mal.